Hallo und herzlich willkommen im Konstruktviertel. Wir machen einen neuen Teil von Axramas und beschäftigen uns in den Solo-Abenteuern als erstes mit den neuen vier Bossen, die wir jetzt bekommen. Ihr seht, in diesem Wing erwarten uns gleich vier Bosse. Und wir machen am besten als erstes, ja gut, wir müssen als erstes mal ausschließen. Gehen ein bisschen runter. Und hier ist auch schon der Schlüssel. Was erwarten uns an neuen Karten? Wir haben zum einen den Totengräber. Der ist ja eine Karte, die uns jetzt bei den bisherigen Bossen sehr, sehr viel Ärger öfters mal gemacht hat. Also jedes Mal, wenn irgendwas mit Todesröcheln kam, was ja eigentlich bei den Bossen immer war, kam irgendwas. Der nächste dürfte wahrscheinlich dann sehr interessant sein, gerade für Jäger und Mages, die ja sehr stark mit ihren Geheimnissen immer hin und her wedeln. Dann haben wir hier noch halt eben eine Karte, wo ich noch nicht weiß, was ich davon halten soll. Also gerade die 5 Heilungen heißen natürlich, er muss mindestens 5 Schaden machen, was ich bei einer Einzelkarte recht unwahrscheinlich halte. Der hier ist, bringt andere, ist eine nette Karte. Aber ich denke, wir starten jetzt einfach mal hier direkt, schließen uns den ganzen Flügel hier einmal auf und starten mit dem entsprechenden ersten Boss hier in dem Flügel. Und zwar, das scheint der gute Flickberg zu sein. Oder ist es? Flickberg ist aus Abenteurern zusammengenäht, die nicht einmal Lehrensucher Cho besiegen konnten. Okay, das ist natürlich echt peinlich, Lehrensuche Joe. Aber wir starten einfach mal in die nette Runde. Ich habe uns da dafür extra ein kleines Deck zusammengebastelt, das ihr jetzt an der linken Seite seht. Und mit dem wir entsprechend gegen Flickwork starten werden. Ihr seht, wir achten darauf, dass wir halt eben seine Fähigkeit zerstört, einen Gegner. Und halt eben diese Hakenattacke damit sehr, sehr stark abprallen können. Und nehmen in der ersten Runde hier einfach mal... Ja, nur halt eben direkte Angriffe. Also es ist eine Mischung aus einem Zoodeck und halt eben einem Tank, dass er uns die 5 Schaden einfach nicht ins Gesicht gibt, weil sonst sind wir nach 6 Runden einfach tot. Deswegen nutzen wir auch gleich die erste Runde und bringen unseren ersten Tank hier in Stellung, der das Ganze ein bisschen abfedern soll, und spielen noch zusätzlich den Lepragnum, der dann einmal Schaden machen soll. Okay. Eine zweite Taktik, die man sehr, sehr gut bei Flickberg auch machen kann, ist, indem man einfach seine Waffe zerstört und gleichzeitig ihm sie klaut. Deswegen ist der Priester einfach auch dafür sehr, sehr gut geeignet, weil er halt eben die Karten klauen kann. Gut, jetzt haben wir hier 4 Schaden. Wir müssen eigentlich nur immer ein bisschen weiter vorne sein als er. Und dann können wir hier richtig Schaden aufmachen. So, wir haben wieder einen Tank. Er zerstört uns eine Karte, nimmt natürlich genau den Tank und geht uns dann mit weiteren 5 ins Gesicht. Damit haben wir noch 4 Leben, quasi, oder beziehungsweise, ja, 4-mal können er uns noch ins Gesicht gehen. Wir ziehen wieder alles raus, was geht. Gehen drauf, weil er zerstört uns sicherlich wieder gleich eine Karte. Und gehen drauf. Er macht's wieder, klar. Er zerstört eine, zieht da dann nochmal 2 Schaden. Und liegt bei 15 und wir auch bei 15. So, jetzt haben wir hier 2-mal das heilige Feuer. Können wir allerdings noch nicht machen, deswegen heilen wir uns einmal. Und damit steht 17-10. Und wir liegen weiter vorne. Das sollte uns also gut reichen. Er geht drauf, er kann eh keine Karten ziehen. Deswegen nun also in der Runde haben wir irgendwas Gutes. Nein, deswegen heiliges Feuer, 5 Schaden drauf. Hier nochmal, da nochmal. Und er hat noch 2 Leben. So, er zerstört uns wieder eine Karte. Macht natürlich nichts, weil wir haben. Ah, nee, es geht auch so. Ja, das ist, wenn man. Mein Abgesandter des Krieges! Ich hätte ihn wohl doch aus besseren Abenteuern zusammennähen sollen. Ja, hättest du machen sollen, aber jetzt ist es schon zu spät. Flickwerk ist besiegt und wir bekommen hier unsere beiden Karten, den Totengräber. Ich bin gespannt, ob man ihn in ein paar Decks sehen wird, bald. Und wir kommen gleich zum nächsten Gegner.
den wir jetzt als nächstes angehen werden. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns gleich beim nächsten Gegner. Und ja, bis gleich. Hearthstone, Heroes of Warcraft. Fluch von Naxxramas, ein Hearthstone-Abenteuer.